Wir gehen rüber zu, kennst du nicht. Deutsche Memes, Reef, du Schlingel. Let's go. Das Video soll niemand verletzen und dient nur zur Unterhaltung. Ich hoffe, dass du verletzt wirst. Ich hoffe, dass irgendjemand verletzt wird. Von den Gefühlen her. Von den Gefühlen her. Britney. Das ist der glücklichste. Ich, wie ich in den Club gehe, würde es 5 Stunden später. Der glücklichste Tag in meinem Leben. Manchmal, wenn ich mich wenig... Seit ich Online-Vorlesungen habe... ...bewege für eine lange Zeit im Stream, dann merke ich erst, wie hart ich gerade stinke. Digga, ich stink turbo-widerlich gerade. Erst einmal... ...die Sache entspannt angehen. Wickst du? Wie oft in der Woche? Ich mache alles immer nur nach meinem Gefühl. Deswegen kann es einfach passieren, dass ich heute... Warum bist du am Zittern? Was ist los mit Shindy? ...sage, Nico, wir müssen das heute machen. Oder ich sage, Nico, wir müssen das in 4 Monaten machen. Das reicht nicht. So selten machen es bei uns nur die Anfänger. Ich persönlich, ich hole mir 2x täglich einen runter. Also mindestens. Mhm. Leute, die so 2 zeigen, die sind mir schon suspekt. 2x. Digga, wer macht so? 2. Ernsthaft jetzt? Sag mal ehrlich, wenn ihr 2 zeigt, dann gibt es eigentlich noch 2 Optionen, die richtig sind. Diese hier und diese hier. 2 oder 2. Aber wer macht so? Wer macht so? 2. Das frage ich mich, Alter. Also wer? Wie viel brauchst du? 2. Alle denken sich so, what the fuck? Warte, du rennst. Sass. Da. Halt die Schnauze, du Hurensohn. Digga, so redet man nicht jetzt, Headset. In Amis ist, bei Amis normal? Oh mein Gott. Weg damit. Bruder, das ist ein Headset. Das Mundstück gehört nicht in den Mund, sondern man macht es vor den Mund. Kommt der neue Der Bruder ist einfach ein Lebensmittelgeschäft geworden. Ich sehe, übertrieben krass. Das ist Granatapfel, der Rest wurde schon zersägt. Meine Kinder haben alles weggetrunken, meine Bratans alle. Und noch eine Sache. Normalerweise darf ich das keinem erzählen. Aber Bratans Kuhfisch und Sucuk-Pizza kommen. Du weißt Bescheid, ja! Wir machen Parajäseleme. What the fuck? Junge, er macht einfach nur noch Getränke und Pizza, Alter, weil Maschallah bei ihm läuft. Wenn der Friseur verkackt hat und deine Kollegen dich die ganze Zeit auslachen. Digga, als ob es so schlimm ist, Jungs. Ihr müsst euch nur mal ein bisschen drauf einlassen. Holy shit. Wer kann man so blöd sein und einfach im Auto Shisha rauchen, Alter? Naja, ich sag gar nichts dazu. Scheiße, ich bin erwischt worden. Ich bin Julia, bin 16 Jahre alt. Bitte? Ah! What the fuck? Wieso macht Danny das so oft? Kann mir das jemand erklären? Das ist nicht das erste Mal, dass ich so einen Stöhner von Danny gehört habe. Ich nach einer Woche Diät. Junge, dieser Geruch, du machst diese Verpackung auf, die scheinbar luftdicht ist, und dann wird dieser Geruch... Die luftdichte Verpackung, sie ist einfach vakuumiert. ...wird freigelassen. Dieser unheimliche Geruch wird freigelassen und ich habe gerade beinahe einen Orgasmus bekommen. Es tut mir leid, es ist einfach so. Er ist einfach perfekt portioniert, ich weiß nicht, na gut, vielleicht ist... Nimo, fahr weiter. Will ich jetzt abfahren oder soll ich weiterfahren? Fahr weiter! Fahr weiter! Wenn du sagst, ich bin wack, tust du dumm eben sein und ich ramme dir schon wieder meinen Krummsäbel rein. den Krummsäbel. Moneyboy, der alte Freibeuter. Ich bin cool, denn ich habe dieses Ebola-Aids und ich stehe vor meiner Yacht auf einem Segelbootsteg. Überall war man schon. Joni aus Stuttgart. Überall hat man seine Runden gedreht. Überall. Oha, der Typ hatte einfach, er hatte schon einfach AirPods, bevor sie existiert haben. Die weiße. Stell dir vor, ach so, kenne ich ja schon. Taube. Die Medina, also die Altstadt, sieht von außen tot aus. Aber in den Gassen ist so richtig was los. Kommt einfach mit auf den kleinen Stadtbummel. Wenn man mit Babas Auto flexen will. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da wird jetzt was schief gehen. Oh Gott. Wenn der Lehrer fragt, wer als nächstes präsentieren will. Buch. Mein Lehrer, wenn ich die Aufgabe nicht verstehe. Buch aufschlagen und gucken.
Ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Bruder, mach Seiten auf ganze Welt. Nicht schlecht. Sieht zwar jetzt aus, als hätte er irgendwie, entweder wäre er eine menschliche Kuh und das sind so seine Kuhflecken, oder hat irgendeine ganz schlimme, einen ganz schlimmen Ausschlag am Kopf. Aber wilde Frisur, muss ich zugeben. Wilde Frisur. Das Problem ist, wo ist Indonesien und Australien abgeblieben, Alter? Die sind einfach gone. Ah, da geht's weiter. Nee, hier ist Nordamerika, Südamerika. Wo ist hier? Oha, Diskriminierung. Er hat einfach Australien nicht raufgemacht. Reich. Ich kaufe mir eine Eisenbahn. Tschu-tschu. Und deine Mom kocht mir nach dem Sex einen Kaiserschmarrn. Cheer. Wenn man Spiele so ernst nimmt. Monte wird von OP Hops genommen. Was werdet ihr überhaupt nicht an Marcel vermissen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, wo man wirklich überlegen muss. Nee, ich muss sie überlegen, was ich weiß das nicht genau. An ihm. Sag mal! Aua! Warum aua? Oh, weißt du, was mir gerade auffällt, was das Schönste an dir ist? Was? Das Horrorcamp-Shirt. Wenn sie sagt, dass sie auf echte Männer steht. Zeigt mir, dass ihr chillige Eltern habt, ohne mir zu sagen, dass ihr chillige Eltern habt. Aber rauchen wir gleich eine. Geplatzt und ihr habt dann aber nicht 100% gerissen. Gewusst. Warum sagen alle Kondom geplatzt? Ja, das sage ich auch immer. Kondom geplatzt, Alter. Was ist denn heute alles? Geht nur um dieses Thema. Geplatzt. Die haben keine Pferdepimmel. Was soll da platzen? Mir platzt gleich die Birne. Ja, das ist nicht mal gerissen. Das ist auch Bullshit. Die sind einfach zu blöd, eins zu benutzen. Oh, falsch rum angezogen. Ah, scheiße. In 99% der Fälle, wo Leute sagen, Kondom wäre geplatzt oder gerissen, sind die Leute einfach nur zu blöd, ein Kondom zu benutzen. Und zwar von der richtigen Seite drauf zu ziehen. Und wenn man es auch einmal falsch drauf gemacht hat, muss es weg. Weil dann ist es nämlich kontaminiert. Knossi im Fremdsprachenkurs. Erstmal ein paar Schneebälle vorbereiten. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Es schneit. Brudi, wenn du... So asozial. Trink von Luft. Was verstehst du daran nicht? Was? Trink von Luft? Was von mir zu trinken haben möchtest, ist das kein Problem. Ich geb dir. Aber hör mir zu, wenn ich mit dir rede, Bruder. Du trinkst von Luft, okay? Trink von Luft! Bruder, ich zeig dir kurz, wie das aussieht, von Luft, okay? Wenn ich sag, trink von Luft, dann trinkst du so. Ach so, das Trink von Luft, ah. Kein Problem, okay? So. Von Luft, Bruder. Aber nicht mit diesem Mund, Bruder, nicht mit diesem Mund. Bruder, wenn du von Luft nicht kannst, dann klecker, mir egal. Aber trink von Luft, nicht mit diesem Mund. Nicht mehr mit diesem Mund, Bruder. Nicht mehr mit Zunge, nicht mehr Mund. Kein Kompromiss, trink von Luft. Wenn du nicht kannst, kauf dir einen Becher oder kauf dir was Eigenes zu trinken. Trink von Luft. Was schreibt ihr Lost? Was schreibt ihr Lost? Hallo, checkt ihr was? Was wolltet ihr bei Mozart großartig zeichnen? Zeichnet doch mal ein Netzwerk oder irgendeinen anderen Shit, Mann. Aber Sascha, Mozart ist Musiker gewesen. Wer noch einmal lacht, geht vor die Tür. Ich? Wie Mädchen aus Deutschland auf Komplimente reagieren versus wie es in Amerika ist. You are so pretty. Thank you so much. No, you are really nice. Thank you. You are so pretty. It's... Thank you so much. Und du bist die schönste Frau, die ich bis jetzt gesehen habe hier auf Omegle. Wenn meine Eltern auf der Familienfeier anfangen, peinliche Storys zu erzählen.
Wiederschauen und reingehauen. Das ist wirklich... Da falle ich vom Stuhl, Digga. Wiederschauen und reingehauen. Küsschen, Küsschen aufs Nüsschen. Küsschen. Stark, herzlich, Küsse. Gehen raus. Kuss, 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 Kuss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.